Hä, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh mein Gott! Shut up, John. Kartoffelfreunde, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Das ist mittlerweile die Folge 17. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ist auch nicht so wichtig, denn Hauptsache zocken. Ich wollte mal kurz ansprechen, warum in letzter Zeit nicht regelmäßig Videos kommen. Oh, das macht Geräusche. Und zwar, weil okay. Und zwar ist das Problem, dass ich zurzeit mein Vorabi demnächst schreibe, jetzt die Tage und die oder die nächsten Wochen. Und das Problem dabei ist einfach, dass ich sehr viel lerne dafür, also mir sehr viel Sachen angucke und dann lerne für diese Klausuren, für die Vorabi-Klausuren. Und daher schaffe ich es halt nicht immer an einem Tag regelmäßig oder an einem Tag Videos zu machen, und ich komme auch oft nicht dazu vorzuproduzieren, weil ich ja auch viel arbeite, am Wochenende, nebenbei immer so. Und daher schaffe ich es leider nicht immer, regelmäßig Videos zu machen. Aber ich hoffe, ihr könnt mir da nochmal verzeihen. Und ja, ich, weil wenn ihr mir da verzeihen könnt, bin ich hier auf jeden Fall ein bisschen beruhigt. Au, du. Alter, der haut ja richtig rein, ey. So ein Sackgesicht. Meine Fresse, du. Sau, Alter. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Revolver-Munition. Okay, versuchen wir diesmal das Ding nicht in die Luft gehen zu lassen. Gut. So, was haben wir denn hier noch so? Noch so ein Ding. Hä, was ist, wo sind... Achso, wir sind hier letztes Mal verreckt, glaube ich. Habe ich so das stumpfe Gefühl, dass wir hier verreckt sind. So. Der will auch nicht sterben. Aber ich liebe ja Menschen, die nicht sterben wollen. Das ist ja kein Problem, das kennen wir ja schon. Das ist so unfair. Jetzt haben die alle auch noch ein unterschiedliches Tempo. Mann, warum? What? Was ist mit dem Kollegen da? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Burn, 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 burn. Brenn einfach, ja? Halt dein Maul und brenn einfach. Du bist ein Arsch. So, das wollen wir einsammeln. Hier ist bestimmt irgendwas hinter. So, hohoho. Oh, da ist wieder so eine Batterie, die wir gebrauchen können. Batterie einsammeln. So. Wir haben genau einen Schuss. Und das war's auch schon. Ist er tot? Hallo? Bist du tot? Hallo? Okay, gut. So, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Ich habe im Moment sehr viel Stress. Und daher kann ich leider, oder ich versuche es so regelmäßig wie möglich zu halten mit den Videos. Wenn nicht, seid mir bitte böse. So, mit dem anderen Punkt möchte ich gerne was ansprechen. Und zwar habe ich so eine kleine Projektidee. Und zwar wäre es vielleicht cool, ich weiß nicht, ob ihr es cool findet, ich fände es cool. Moment. Und zwar habe ich mir letztens mal Poke MMO angeschaut.
Poke-MMO runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Pokémon. Es ist Pokémon Online. Es ist eigentlich nur Pokémon Online. Dass du halt da gegen andere spielen kannst. Das ist eigentlich ganz normal Pokémon, nur mit anderen Spielern. Und. Okay. Klingt sicher. Gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tüdelü. Nee. Und ich hätte vielleicht mal Bock, das zu zocken. Und wenn ich das zocke, ich meine, ich würde dann, wenn ich zocke, eh mit aufnehmen. Und wenn ihr Bock habt, habe ich auch Bock. Und dann könnte man das ja auch mal zusammen, könnte ich das ja auch mal aufnehmen, wenn ihr mögt. Warum ist das hier so gruselig? Warum ist das hier so abfuck gruselig? Warum? Warum ist das so gruselig? Hallo? Hallo? Jumpscare incoming. I'm waiting for you. Jumpscare. Where are you? Wo bist du? Jumpscare. Oh, hier liegt was. Was ist das? Oh, eine Buddel. Und eine Buddel voll rum. Ah. Da gehört die Batterie rein. Jetzt müsste theoretisch die Tür aufgehen mit dem Hebel. Schön, dass jetzt alles so ein bisschen eskaliert. Sieht auf jeden Fall sicherer aus als vorher jetzt. Auf jeden Fall. Seht ihr, sage ich ja. Sicherer als vorher. Auf jeden Fall. Oh! Munition alle. Ja, Munition ist alle. Okay, das haben wir noch. Schlampe. Oh. Oh! Brenn. Hä, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh mein Gott! Was zur Hölle war das? So, nein! Geh! Nein! Lauf! Was bist du bitteschön für ein dreckiges, krankes Vieh, Alter? Stirb einfach, bitte. An irgendwas, ist mir egal was. Bitte stirb einfach. Komm. Kann ich das Ding nicht töten? Stirb. Stirb. Ah, es ist doch tot. Yeah, bitch. Schon irgendwie creepy so. Und jetzt... Ist die Tür hier offen? Super. Und wie geht's hier weiter? Da komme ich jetzt nicht mehr lang. Hä? Ach so. Das geht immer hoch und runter, oder wie? Ah, sehr sicher. Oh! Schnell. Was geht denn ab hier? Zombies, unendlich viele Fallen. Und tot. Hätte ich auch drauf kommen können. So. Hä?
wo ist mein Kaffee? Ah, da. Okay, so. Schön von der Arbeit geklaut. Meine Damen und Herren, so ich. Okay, wie machen wir das jetzt? Okay, wir befreien einfach mal so ein ultra ekliges, krankes Vieh. Und so. Okay. Düt. Düt. Oh, dieser Ton mit diesem Nöt ist krank. Okay, machen wir das. Ach ja, jetzt kommen wir erstmal wieder die ganzen Zombies hier. Lad nach. So, dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Okay, Doki. Sehr sicher, sehr sicher. Das kriegst du mal auf die Fresse. Und ich habe einen Fehler gemacht, denn... Ja, jetzt kommen nämlich alle... Drei. Oh. Boom. Komm schon. Nummer drei kriegen wir auch noch. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Schockbolzen? Hat ihm das überhaupt irgendwas angetan? Ich glaube nicht, oder? Aber wir können den Frostbolzen nehmen. Gut, dass es so schön funktioniert. So. Und ihn damit einfrieren. Und dann damit schon den... Eins. Zwei. Drei. Hilfe! Und jetzt ist er tot, oder? Ja. Jetzt gibt's noch so ein bisschen Glibbery Dibbery. Noch mehr Glibbery Dibbery. Shotgun. Scheißerino. So. Oh. Nehmen wir das einfach mal mit. Der Revolver wird's auch schon machen. Da warte ich lieber noch. Gut, dass ich gewartet habe. Boah. Und schnell durch. Du gehst jetzt. Diese ganzen Fallen, ey, was ist da richtig abartig hier? So. Jetzt hier wollen wir rein, um das zu aktivieren. Jetzt müssen wir eigentlich schnell wieder raus. So. Geht ihr auch nochmal zurück oder bleibt ihr so? Hallo? Okay. Ah, ha. Was haben wir denn hier oben Schönes? Haben wir Zombarinos? Oh, einen Schockbolzen. Und Munition. Und wo geht es hier lang? Aha. Okay, gut. Ah. Wieso sind wir nicht einfach den Weg gegangen, hingelaufen? Achso, genau, weil das Ding sich noch nicht bewegt hat. Ich laber schon wieder so Müll, ich bin so müde. Diese Frage, die du dir gestellt hast, stelle ich mir seit ungefähr 10 Minuten. Und ich habe leider immer noch keine Antwort auf diese Frage. Da steht untersuchen und er springt runter. So. Ah, jetzt sind wir hier. Wo sind wir? Aber das ist nicht ein bisschen krank oder so hier, ne? Ja, Marcel. Dein Aiming ist awesome. Oh, nicht noch so ein Vieh, bitte. Was ist das für ein Vieh? Alter, was ist das für ein Ding? Geht gar nicht klar. Können wir uns einen Frostbolzen? So. Vielleicht sollten wir das Zeug auch auswählen. Oh!
Hat keiner gesehen, oder? Oh. So, jetzt. Schon wieder daneben. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Hallo, Bruder. Du tust mir weh. Digga. Nee, Digga, nee. Ey, das ist ja richtig Abfuck. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder bei der Batterie anfangen. Okay, nein, gut, so. Also. Hier war irgendwo das erste Vieh. Genau, den können wir ja... Nee, können wir nicht. Ja, müssen wir so ausschalten. Gut, so. Gut. Spritzerino nehmen wir lieber einfach mal. So, das Vieh... Warum auch immer... Ach, da ist noch so ein Ding. Gut, dann haben wir noch mal mehr von diesen Dingern. Von diesen Technikteilen. Gut, dass was funktioniert. So. So, jetzt würde ich ihn gern... ein bisschen... in die Luft sprengen. Ich meine, wie viele Viecher sind das? Alter. Kannst du bitte auch mal verrecken? Ich habe deinen Kollegen schon zerstört. Alter. Oh. Oh, 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 oh. Diese Qualmbolzen, ne? Die bringen echt gar nichts. Bruder? Bruder. Da. Jetzt ist er tot. Der verliert bestimmt so einen Schleim, oder? Ja. Noch mehr davon. 17.000 haben wir jetzt schon. Oh, da lag was. Was war hier? Oh, Spritzerino. So. Dann können wir das ja jetzt... Die Tastatur macht so wunderschöne Musik. Die Kartoffel ist der geilste Musiker auf der Welt. So. Hier haben wir noch Shotgun Muni. Ich lade jetzt erstmal alles nach, was geht. Ich habe nämlich... Ich meine, warum? Ich meine, ein, zwei von diesen Viechern sind ja okay, aber warum gleich so viele? So, Brüder der Nacht. Oh. Und noch, keine Ahnung, was das ist. Blendbolzen, glaube ich, war das. So. Wehe, hier ist noch so ein Vieh, ey. Ich warne euch. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich meine, wenn wir wirklich in den Gedanken oder in diesem Kopf von Rubik sind, dann ergibt das hier keinen Sinn. Was hat der für kranke Gedanken? Was hat der für kranke Gedanken? Oh, cool. Glibbery Jibbery. Mein Hund bellt einfach mal. Warum auch immer. Oh, was ist denn das für ein krankes Vieh? Was hat der für kranke... Nein, bitte nicht diese unsichtbaren Viecher. Was hat der für kranke Gedanken? Er hat so... Läuft bei dir!
Du krankes Drecksvieh, Alter. Ich will schon wieder nicht spielen, weil ich weiß, gleich passiert irgendwas. Alles, was ich habe, alles, was ich bin. Alles, was ich hab, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten, dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie tief. Ja, irgendwie. Oh. Oh. Nee, nicht so viel, bitte. Ich kann echt nicht lesen. Aber das ist wieder ein Tagebucheintrag von mir. Boah, wieso erschrecke ich mich jedes Mal bei diesem dreckigen Spiegel? Oh, oh, warum stehst du davor? Was willst du? Suchst du Streit oder was, Bitch? Nee, okay, hier findet nicht die Story statt. Jedes Mal, wenn hier irgendwas Böses passiert ist, dann waren wir entweder hier, da hinten, oder wir konnten nicht speichern. So, machen wir die mal auf. Was ist da denn drin? Ein Frostbolzen. Ist noch irgendwas offen hier? Ne, wir haben keine Schlüssel mehr. Gut. Aber ganz ehrlich. Oh. Schon wieder viel zu pervers, das Ganze hier. Oder auch das da oben, das war auch so creepy. Wirklich, musst du das immer so langsam aufmachen. So. 18.000 Glibbery Gibbery. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Aber davon können wir... Nein, ich habe meinen Kaffee nicht verschüttet. Ah, Mann, Digga, machen wir erstmal weiter. So, was haben wir denn? Lebensanzeige. 10.000. Sprintdauer 9.000. Nahkampfschaden 6.000. Spritzenwirkung. Da hauen wir uns noch mal einen rein. Gucken wir doch mal bei den Waffen. Guck mal hier, die Nachladergeschwindigkeit vom Revolver kann noch mal ein bisschen schneller. Die Genauigkeit können wir auch noch mal reinhauen. Kritische Treffer können wir auch noch mal reinhauen. Guck mal, dann hauen wir die Genauigkeit noch mal ein höher. Dann treffen wir auch alles. So. Geo, Geo, Geo. So, jetzt gehen wir zu der Kranken. Oh, mein schöner Kaffee. Überschreiben wir einfach mal Kapitel 9. Und ab in die normale Welt. Und du. Okay, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. So. Nein, nein, da, ich will nicht die Tür. Ich will nicht. Hier ist noch irgendwas gewesen gerade, oder? Nee, gut. Hallo, meine Freunde! Warum sieht das hier wieder... Nein! Das ist dieses kranke Vieh, was wir verbrannt haben. Ich dachte, das Vieh ist tot. Oh nö. Nee. Oh, scheiße. Oh, nein, ich hab so Angst vor dem Ding. Wetten, wir befreien das Vieh jetzt, wenn wir den Hebel behebt. Oh nein. Nein. Geh da durch. Oh nein. Nein. Geh. Oh, oh, bitte nicht. Wir haben das Ding noch getötet. Egal. Lauf. Geh auf. Lauf. Oh. Nein. Oh. Ich kriege immer so Gänsehaut bei der alten. Das ist so immer so The Ring und keine Ahnung was noch. Oh nee, ich mag die gar nicht.
Wir haben das Ding noch getötet gehabt. Oh, die Alte war tot. Die hat nicht mehr gelebt, die war tot. Die war tot, nein, die soll nicht leben. Mann. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Horrorfilm guckt und nach dem Horrorfilm denkt ihr euch so, ja, das Böse ist besiegt, so. Und jetzt braucht ihr keine Angst mehr haben. Toll, ich habe gedacht, wir haben sie besiegt und brauchen keine Angst mehr haben. Oh. Oh, nee. Aha. Da passiert ja relativ viel. Müssen wir einen Frostbolzen? Ach nee. Lauf. Oh. Nein. Ich hab so Schiss vor diesem Vieh. Oh nein, ich hab so Angst wieder gerade. Hallo? Ach so. Okay. Ich will das nicht in der Aufnahme sehen. Oh nein! Nein! Ist mir egal, explodier ruhig. Dich krieg ich. Oh, 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 oh. Hör auf! Heul nicht! Nein, au! Egal. Egal, egal. Wieso kommt das Ding aus dem Ofen? Okay, haben wir so ein... Okay, wir haben gar nichts mehr. Okay, Nein! Okay, Leute. Die Alte macht mir wieder zu schaffen, das ist mir zu viel. Ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung, Kartoffelsalat. Oh Gott. Ne. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Haut rein.